Hallo, in diesem Video schauen wir uns zusammen einen Live-Gamyo-Online-Shop an. Viel spannender als immer nur in meinem Testshop zu hantieren. Wir überlegen zusammen, was sieht hier schon sehr gut aus und was könnte man vielleicht noch verbessern. Vielen lieben Dank an die Jungs und Mädels von ProTeich, die ihren Shop h2opflanze.de zur Verfügung stellen. Beginnen wir gleich mit dem Domainnamen. Ich habe das Startseitenvideo mit Rico gemacht. Startseitencheck, SEO und Marketing-Experte Rico von Orange Raven. Deshalb kann ich mich jetzt auch selbst als Experten für die Startseite und SEO und alles präsentieren. H2O-Pflanze finde ich persönlich sehr originell. Ich kann mir vorstellen, dass man sieht sofort, es geht um Wasserpflanzen, dass mit Wasserpflanzen schon alle Domainnamen weg sind. H2O-Pflanze, kurz, prägnant, eine gute Wahl, würde ich sagen. Es ist Meckern auf hohem Niveau. Das Niveau kommt weniger von mir als vom Shop selber. Das sieht schon richtig gut aus. Das ist nah am Gamyo Demo Shop mit dem Malibu Theme gehalten. Wenn wir uns den kurz mal hier vor Augen führen. Diese Schriftelemente, auch der Aufbau des Sliders, nicht über die gesamte Breite, zeigt, dass aus Malibu durchaus was rauszuholen ist. Ich werde abgeholt mit sehr schönen Bildern. Ich finde es persönlich sehr angenehm, dass der Slider nicht über die gesamte Breite geht. So ist Platz für noch mehr Inhalte. Ich sehe eher, um was es geht. Also Wasserpflanzen steht jetzt nicht explizit da, aber ich kann erkennen, es geht hier um Teichbepflanzung zumindest. Wasserpflanzen, das Wichtigste, erste Kategorie von links. Und ich sehe gleich das Sortiment, was sich auch hier widerspiegelt. Also ich kann auch Substrate kaufen. Und hier gelange ich zum Wasserpflanzensortiment. Sehr schön auch, dass das leider nicht so mächtig ist, dass dann unten drunter dann nichts mehr zu sehen ist, sondern zumindest in der Desktop-Ansicht sehe ich auch gleich hier die Highlights. Nochmal ein Überblick über das Sortiment mit hier Dünger, den verschiedenen Pflanzenarten, aber es gibt auch Zubehör wie einen Teichpflanzkorb. Und hier für mich als Einsteiger Teichpflanzen-Basic-Sortiment. Sehr schön gemacht, sollte, denke ich, an erster Stelle stehen, war bei meinem letzten Besuch auf der Seite noch an erster Stelle, war mir schon positiv aufgefallen, sollte man überlegen, das vielleicht wieder einzuführen. Aber es bringt wenig, jetzt nur Lobhudelei zu betreiben. Mich persönlich stört ein wenig die Ausrichtung der Elemente hier im Header. Also das Logo, die Suche und hier diese Trust-Faktoren sind vertikal zentriert, im Gegensatz zu den Menüpunkten hier, die ganz oben angebracht sind. Da könnte man überlegen, die vielleicht dann auch mittig zu platzieren, vertikal zu zentrieren. Expertenberatung, das Wort stößt mir ein bisschen auf. Vielleicht geht es nur mir so. Es klingt erstmal so, als würden Experten beraten werden. Und wenn wir hier schauen, das ist der von Rico genannte Spaghetti-Code. Das müsste so nicht aussehen. Also Layout gehört eigentlich in die CSS-Datei ausgelagert. Hier sind drei ineinander verschachtelte HTML-Elemente. Eines würde auf jeden Fall reichen. Außerdem, man kann natürlich mit einer Checklist hantieren. Es hat sich aber, denke ich, eingebürgert, bei einer Telefonnummer mit einem Telefonhörer-Icon zu hantieren. Hatte ich ja in diesem Video gezeigt, wie man das bewerkstelligen kann. Ich zeige es jetzt hier trotzdem mal ganz kurz. Wir haben ja in Gamyo die Font Awesome-Icons zur Verfügung. So, dann würde ich mal ein Fragezeichen hintermachen, ob das in Fettschrift dargestellt werden muss. Es wirkt ein bisschen globig, ein bisschen zu prominent. Müsste vielleicht nicht sein, könnte man mal experimentieren. Ähnlich hier bei Über uns, zweitwichtigste Seite des Online-Shops nach der Startseite. Sinnvoll, dass es sich etwas abhebt von den Kategorien. Ob das jetzt mit einem schwarzen Hintergrund sein muss, würde ich bezweifeln. Vielleicht weißer Hintergrund, dafür grüne Schrift, könnte man mal experimentieren. Und weil es schnell geht, machen wir das auch live. Dafür hier dann möglicherweise Fettschrift. Gut, ob das jetzt besser aussieht, eher nicht. Deshalb gleich wieder rückgängig. Trotzdem mal überlegenswert, ob das mit dem schwarzen Hintergrund hier so passt. So, schauen wir weiter auf der Startseite. Die Highlights hatten wir schon. Und hier unten dann erst die Ansprache des Kunden. Man könnte auch komplett auf eine Ansprache verzichten, aber finde ich sehr gelungen. Warum auch immer hier Zeichen nicht richtig dargestellt werden. So, jetzt passt's. Checkmarks, sehr schön. Und zwar kein plumpes Herzlich Willkommen, sondern liebe Teichpflanzenfreunde. Da bin ich als die Zielgruppe direkt angesprochen. Hier habe ich
Benefits, ich bekomme beste Gärtnerqualität und so weiter. Jetzt haben wir hier was Interessantes, News. Immer wichtig, Aktualität rüberbringen, der Shop wird gepflegt, aber auch zum Zeitpunkt der Dreharbeiten ist der 21.03.2022 schon Vergangenheit, also das ist immer das Thema. Wenn man Aktualität suggeriert, mit News hantiert, dann müssen die auch gepflegt werden. Sagt genau der Richtige. Bei mir ist es noch Jahresende 2021. Aber daran erkennt man den guten Webentwickler. Seine eigene Seite ist vollkommen inaktuell. Er hat keine Zeit für die eigene Seite, weil er Tag und Nacht für Kunden im Einsatz ist. Also, findet am 1. April. Der ist auch schon vorbei. Da muss eben der Text aktualisiert werden. Und das ist mit Sicherheit auch ein Qualitätsmerkmal. Content Freshness, das Stichwort für Google. Die Seite wird gepflegt und ist aktuell. So, hier wieder optisch sehr ansprechend, würde ich von ausgehen, werden wir zu den Kategorien geleitet. Mit dem etwas aggressiven Call to Action jetzt kaufen. Kann man machen, warum nicht? Da kann man dann, denke ich, von ausgehen, wer hier einen Jetzt kaufen-Link klickt, der hat starkes Kaufinteresse. Also hier wird gleich auf der Startseite ausgefiltert, also wer nichts kaufen möchte, der braucht da auch gar nicht draufklicken, hat Vor- und Nachteile. Es spricht eben eine kaufaffine Zielgruppe an. Und die dafür richtig. Nächster Slider mit den Angeboten. Dann hier ein konkreter Teil aus dem Sortiment, Sauerstoffpflanzen für Teiche, mit einem angedeuteten Pfeil, psychologisch sehr geschickt. Auch das, meine ich, stammt aus dem Original Malibu-Theme, aus der Vorlage. Also wenn ich Sauerstoffpflanzen für Teiche suche, bin ich hier perfekt aufgehoben. Und zu guter Letzt im Content-Bereich eine FAQ-Liste. An der Stelle darf man keine Bedenken vor Hidden Content haben. Google hat sich von dieser Idee verabschiedet. Gerade weil auf Mobilgeräten sehr wenig Platz ist, ist es durchaus üblich, dass da Bereiche einfach zum Aufklappen sind. Wichtig nur, der Content ist nicht nur für Google, sondern sollte tatsächlich einen Mehrwert für Nutzer darstellen. Natürlich. Newsletter abonnieren, sehr schön, mit einem Anreiz. Ich denke, hier ist Packmaster im Einsatz. Und im Footer erwarte ich weitere vertrauensbildende Faktoren, Sicherheit und sozial, geprüfter Webshop, okay, wie viel jetzt dieses Siegel wert ist, sei dahingestellt, aber Mitglied in einem Verband, hier in einer Gesellschaft für Badegewässer, ProTeich als möglicherweise bekannte Marke, ich bin im Teichbusiness nicht so aktiv. Aber wenn man schon eine etablierte Marke hat, natürlich nicht geizen damit. Sehr schön nochmal die Kontaktmöglichkeiten und auch nochmal die Vorteile aufgelistet. So, auf den englischen Text hier im Footer und die nicht aktuelle Jahreszahl gehe ich an der Stelle nicht mehr ein, nach dem Eklat neulich im Forum. Nur noch zum Shopwort-Siegel. Mich persönlich stört es an der Stelle. Ganz ehrlich, ich komme hier die ganze Zeit, also jetzt ist natürlich bewusst, aber auch schon, wenn ich nur auf der Seite unterwegs bin, komme ich die ganze Zeit mit dem Mauszeiger mehr oder weniger drauf und dann ploppt da was auf. Das möchte ich eigentlich nicht. Und vor allen Dingen, ich kann es nicht schließen. Ich kann es nicht einfach wegklicken. Das ist, naja. Also eine wirklich hervorragend gestaltete Startseite, was Struktur und Layout angeht. Schauen wir uns noch die Über-uns-Seite an, weil, wie gesagt, die zweitwichtigste Seite des Online-Shops. Und hier geht es nicht darum, seinen Lebenslauf zu präsentieren, sondern jetzt die Gründe bringen, nochmal explizit, warum sollte man hier kaufen. Emotionalität reinbringen, sich verbunden fühlen mit dem Anbieter, subtil Kaufargumente schaffen, viel mit Bildern hantieren. Dadurch eben Emotionalität, Menschen kaufen bei Menschen, also Bilder vom Team bringen, natürlich. Und das ist hier, denke ich, sehr gut gelungen. Unsere Mission, genau, es gibt eine Mission, echten Mehrwert schaffen, das will ich auch, mit Know-how in die Zukunft, davon profitiere ich. Verantwortung gegenüber Mensch und Natur, sehr gut, genau meine Werte. Die leben ihre Werte. Warum sind Wasserpflanzen so wichtig? Das weiß ich wahrscheinlich vorher schon, aber hier werde ich nochmal bestätigt. Wasserpflanzen sind unsere Leidenschaft, vertrauen Sie uns. Ja, ich denke, kann ich. So, wir haben uns zwei Seiten angeschaut. Jetzt gehen wir rein in die Technik. Technik, erstmal PageSpeed Insights. PageSpeed Insights heißt, ich muss erstmal wieder erklären. Also Core Web Vitals, Bewertung nicht bestanden. Und zwar geht es hier um echte Daten. Daten von Benutzern, in erster Linie von Chrome-Nutzern, die die Nutzungsstatistiken an Google senden. Und falls Sie das Video mit
Tobias gesehen haben. Hier geht es jetzt tatsächlich um die Startseite, um diese URL. Bei vielen Shops ist es so, dass für einzelne URLs dann nicht genug Daten vorliegen. Ist ja klar, dass man da gewissen Traffic braucht, damit wirklich für einzelne URLs hier eine echte Nutzerdatenstatistik zur Verfügung steht. Und bei diesem Shop hier haben wir tatsächlich für die Startseite genug Nutzerdaten. Und aufgrund dieser Daten oder anhand dieser Daten ist der Core Web Vitals Test leider nicht erfolgreich bestanden. Schauen wir jetzt hier auf Ursprung, dann sehen wir wieder die aggregierten Daten. Das gilt jetzt für die gesamte Website, also Startseite, gesamte Website bestanden, Startseite leider nicht. Was können wir tun? CLS ist zwar im grünen Bereich, könnten wir aber trotzdem noch ein bisschen optimieren, hatte ich in diesem Video gezeigt. First Contentful Paint heißt, wann gibt es was zu sehen im Browser, also wann reagiert die Seite für den Nutzer ersichtlich. Und Largest Contentful Paint, muss man schauen, was es ist. Normalerweise dürfte es das Slider-Bild sein. Das größte Element, das im sichtbaren Bereich ist. Das hier ist die Mobilansicht. Schauen wir mal auf die Desktop-Ansicht. Auch hier gibt es für die Startseite genug Daten, um zu sagen, leider wurde der Core Web Vitals Test auf der Startseite nicht bestanden. Und genau wie in der Mobilansicht, für die gesamte Website gilt das nicht. Also insgesamt sind wir da im grünen Bereich. Und wenn wir jetzt nochmal für die Desktop-Ansicht hier auf die CLS-Werte schauen, da sind wir nämlich nicht mehr im grünen Bereich. Das heißt, hier könnte man durchaus was bewirken und dann ist es nicht mehr viel, was fehlt, um den Core Web Vitals Test für die Startseite in der Desktop-Ansicht zu bestehen. Schauen wir doch mal in die einzelnen Empfehlungen. Bilder richtig dimensionieren. Deutet ganz klar darauf hin, dass was mit den Einstellungen nicht stimmt oder Bilder einfach in einer viel zu hohen Auflösung hochgeladen wurden. Ich erinnere mich an dieses kleine Logo im Fußbereich. Schauen wir gar nicht hier, sondern schauen wir direkt auf der Seite im Fußbereich. Das heißt, es betrifft jede Seite. In der Entwicklerkonsole, hier mit Styleangaben in einer Breite von 80 Pixeln und einer Höhe von 53 Pixeln. Weiter unten sehen wir aber, das Bild hat eine Originalgröße von 591 x 391 Pixel. Und dann fragt man sich natürlich, wieso so ein Bild hochgeladen wird, das nur in so einer Größe angezeigt wird. Vielleicht wird es noch an anderer Stelle eingeblendet, kann sein. Dann müsste man mit zwei Bildern hantieren. Aber dieses Bild hier, davon ausgehend, dass es mobil auch nicht größer angezeigt wird, sollte in einer Größe von 80 x 53 hochgeladen werden. Also das ist auf jeden Fall zu korrigieren, dann hat es auch keine 680 Kilobyte mehr. Und dann sieht das bei PageSpeed Insights an der Stelle auch schon freundlicher aus. Das nächste Bild hier ist ein Produktbild. Das sind die Einstellungen in Gambio, will ich jetzt nicht im Detail erläutern, sondern hatte ich in diesem Video schon mal gezeigt. Es gibt da prinzipiell zwei Möglichkeiten, welche Bilder in Galerien und Swipern verwendet werden sollen. Und da muss man eben genau die Größe einstellen, in der das Bild auch angezeigt wird. Wenn wir jetzt vergleichen, das hier ist die Größe, in der das Bild hinterlegt ist und das ist die Größe, in der die Bilder angezeigt werden, dann sehen wir schon rein optisch, ohne jetzt irgendwelche Messungen vorzunehmen, das hier ist zu groß. Die Größe hier würde reichen. Naja, und in der Art gibt es weitere Produktbilder natürlich. Da muss man eben die Einstellungen korrigieren und dann nochmal messen. Bilder in modernen Formaten bereitstellen, das ist das WebP-Format. Müsste man schauen, warum nicht alle Bilder erwischt werden. Ich weiß, die Ladezeitoptimierung ist installiert, aber es sieht dann halt, es sind dann auch keine 652 Kilobyte mehr, die man einsparen kann, wenn das Bild erstmal in einer sehr viel kleineren Größe dargestellt wird, also ein Schritt nach dem anderen, dann wird sich auch beim nächsten Punkt Bilder effizient kodieren, automatisch, implizit etwas verbessern. Da unten, weil ich es gerade sehe, das LCP-Element ist natürlich eines der Slider-Bilder. Das hier ist es. Nimmt in der Desktop-Ansicht beim Laden der Seite den größten Bereich ein in Relation zu den anderen. Technische Aspekte Nummer 2, die Seeability-Analyse. Seeability, ein auch von Gambio empfohlenes Tool für die On-Page-Analyse unter anderem. Auch ich nutze es gerne, um Webseiten zu monitoren. Irgendwas läuft schief, irgendwelche externen Links funktionieren nicht mehr, irgendwas ist auf der Seite selbst kaputt gegangen. Seeability findet das und informiert bei regelmäßigem Crawling dann täglich darüber. Obligatorischer Disclaimer, man braucht nicht meinen, wenn man jetzt hier auf 100% kommt, ist man mit allen Suchbegriffen bei Google auf Platz 1, aber es liefert, meine ich, sehr wertvolle Hinweise, zumindest Empfehlungen, über die man nachdenken kann, sie umzusetzen,
Man muss nicht alles auf die Goldwaage legen. Durchschnittliche Antwortzeit, ich hatte es gesagt, die Ladezeitoptimierung ist installiert. Dafür fast noch ein bisschen hoch. Normalerweise sollte es 0,1 Sekunde sein, aber 0,21 brauchen wir nicht reden. SEObility meint 0,5 wären im Rahmen. Was hier allerdings ins Auge fällt, ist Technik und Meta 0%. Und da läuft schon irgendwas schief. Da gibt es dann keine zwei Meinungen von wegen, ach, diese SEO-Analyse-Tools. Nein, nein, da ist irgendwas im Argen. Und zwar 81 Seiten können wegen technischer Probleme nicht abgerufen werden. Das ist zu viel. Tote Links sind schlecht für SEO, schlecht vor allen Dingen aber für die Benutzer. Wenn ich wo draufklicke auf einen Link, erwarte ich, dass die entsprechende Seite angezeigt wird und keine Fehlermeldung. Also hiernach auf jeden Fall zuallererst schauen. Sieht dann bei SEObility so aus, dass man eine Liste der 404er Seiten angezeigt bekommt, die selbst nicht sehr hilfreich ist, weil man muss die Links dorthin korrigieren oder entfernen. Es sei denn, man weiß jetzt anhand dieser Seite schon, oh, das ist ein Artikel, der wurde versehentlich deaktiviert. Dann einfach den Artikel wieder aktivieren, Problem gelöst. Aber in der Regel sieht das so aus, dass man hier auf Details klickt, dann auf Verlinkung und schaut, woher kommt der Link. Also das hier ist der Dateinamenteil der nicht gefundenen URL und hierher kommt der Link. Kategorie Seerosen. So, Entwicklerkonsole, Elemente, nach dem Link suchen. Das ist kein direkter Artikel, also nichts hier in der Kategorieansicht, sondern das kommt hier unten aus der Aufklappnavigation. Welches sind die besten Seerosensorten? Hier ist eine Liste und da ist die Nymphaea. Möglicherweise auch ein Tippfehler, weil in der URL ist es Nymphaea Attraction, die, wenn ich mich durch die FAQs bis hierher durchgekämpft habe, dann leider nicht gefunden werden kann. Also das gilt es auf jeden Fall zu beheben. Entweder dafür sorgen, dass diese Seite wieder erreichbar ist oder wenn das so seine Richtigkeit hat, dass es die Seite nicht mehr gibt, dann den Link dorthin entfernen. Und so müssten wir mit allen dieser Seiten vorgehen. Mini-Teichpflanzen-Starter-Set kaufen, klingt fast nach einer Landingpage. Wasserpflanzensortimente. Gleiches Spiel, nach dem Link suchen und auch hier werden wir in den FAQ fündig. Welche Wasserpflanzensortimente erhalten Sie bei uns? Hier ist der kaputte Link. Wiederum dafür sorgen, dass die URL erreichbar ist oder den Link entfernen bzw. auf eine korrigierte URL, sagen wir Nachfolger, für das Mini-Teichpflanzen-Starter-Set leiten. Nächster Punkt bei SEObility. Also das ist für mich immer der allerwichtigste Punkt überhaupt, die 404er Fehler zu beseitigen. Mit Sicherheit gewichtiger als dass 16 Seiten keinen individuellen Seitentitel haben. Aber auch da kann man kurz drauf schauen, weil es unterschiedliche Ursachen haben kann, weshalb URLs doppelte Seitentitel haben. Hier zum Beispiel würde ich von ausgehen, dass ein Artikel kopiert wurde. Und dann die Frage stellen, gibt es einen Unterschied zwischen diesen beiden Seiten? Hechtkraut, XXL Hechtkraut. Schwierig jetzt zu sagen, was genau richtig ist, deshalb im Zweifel immer an die Nutzer denken. Was ist sinnvoller für den Nutzer? Hechtkraut hier in zwei einzelnen Artikeln bestellen zu können, XXL und nicht XXL? Oder ist es vielleicht sinnvoller, nur diesen Artikel hier zu führen und XXL dann als Variante auswählbar zu machen? SEO-technisch ist es wahrscheinlich günstiger, nur einen dieser beiden Artikel im Shop zu haben, weil wie will man zwei Seiten, die so ähnlich sind, beide bei Google nach oben kriegen? Ich unterstelle jetzt, dass nach XXL-Hechtkraut nicht gesucht wird, sondern nur nach dem Hechtkraut. Und dann besteht hier einfach Keyword-Kannibalismus. Die beiden Seiten machen sich gegenseitig Konkurrenz und letztlich landet dann keine von beiden auf Platz 1. Also wäre noch erwägenswert, wenn sich die beiden Artikel nicht zusammenlegen lassen, sondern, also ich sehe Startseite Wasserpflanzen Hechtkraut, Sonderangebote XXL Wasserpflanzen XXL Hechtkraut, dass es für den Nutzer wahrscheinlich schon sinnvoller ist, hier zwei unterschiedliche Artikel zu haben, die unterschiedlich erreichbar sind.
dann wäre es erwägenswert, entweder diesen Artikel hier, diese Seite nicht indexieren zu lassen. Da habe ich das kostenlose Tool No Sitemap, No Index für zum Beispiel. Oder aber die Unterschiede zwischen den beiden Artikeln noch besser herauszuarbeiten. Also der einzige Unterschied, das sind ja auch noch die identischen Bilder. Es ist ja, wenn ich hier hin und her schalte, gut, gibt es hier Staffelpreise und beim anderen nicht. Aber ist der einzige Unterschied das XXL und die Lieferzeit. Aber sogar die Bilder hier sind identisch. Deshalb ist es ganz, ganz schwierig. Da müsste man sich überlegen, was gibt es für Synonyme zu XXL? Was könnte man noch suchen, wenn man nach XXL-Wasserpflanzen sucht? Irgendwas für den großen Teich. Das ist immer ein schwieriges Thema, wenn sich da ähnliche Artikel gegenseitig Konkurrenz machen. Auf jeden Fall gilt es bei, wenn ich die URLs hier sehe, wurde ja offensichtlich was kopiert, da auf jeden Fall mal zu prüfen, dass nicht versehentlich was kopiert wurde. Auch schon gesehen, das scheint hier nicht der Fall zu sein. Nur so als Tipp, darauf auf jeden Fall achten. Dann gehe ich einfach davon aus, dass es bei den nächsten Seiten ganz ähnlich ist. Wir sind jetzt hier bei den doppelten Seitentiteln, aber es geht nicht nur um die doppelten Seitentitel. Das Problem, diese sehr ähnlichen Seiten begegnet uns auch an anderer Stelle wieder. Ich nehme stark an, dass diese Artikel auch ähnliche Meta-Descriptions haben. Sie haben fast identische H1-Überschriften, sie haben dieselben Bilder und vermutlich auch eine sehr, sehr ähnliche Artikelbeschreibung. Schauen wir uns noch das hier an. Das sieht interessant aus, weil hier haben wir nämlich eine Kategorie und einen Artikel, die sich gegenseitig Konkurrenz machen. Auch hier wieder optisch sehr, sehr angenehm mit Bild und Text. Wer es lesen möchte, kann es lesen. Wer nicht, sieht sofort die Artikel darunter. Google hat Content. Sehr schön gemacht. Und auch das ist ein übliches Problem in vielen Shops, dass einfach Kategorieseiten und Artikelseiten annähernd gleich sind. Macht auch Sinn, wenn entsprechende Artikel in der entsprechenden Kategorie sind. Ganz klar, dann gibt es da Wortwiederholungen. Da ist mein Tipp normalerweise dann mit Synonymen zu arbeiten oder mit zusätzlichen Keywords. Zum Beispiel die Kategorie zu benennen oder den Seitentitel zumindest. Seerosendünger kaufen oder Teichpflanzendünger kaufen. Das wäre durchaus hier auch eine Erwägung. Sehr schön auch, es muss verlinkt werden. Mehr Informationen über Dünger für Teichpflanzen, dann siehe unten raus. Dann hier einen internen Link. Ich gehe davon aus, dass wir hier genau mehr Informationen erhalten. Sehr schön gemacht. Es fehlt der Link. Muss auf jeden Fall verlinkt werden. Genau, und beim dritten Punkt sind wir schon dabei. 14 Seiten haben keine individuelle Meta-Description. Ich klicke nur ganz kurz drauf, denn ich gehe fest davon aus, dass uns dieselben Seiten wieder begegnen werden. Ja, ganz eindeutig. Also ein Folgefehler. Einfach Unterschiede herausarbeiten, wenn die Seiten nicht ohnehin zusammenlegbar sind. Verbesserungswürdige Seitentitel. Da haben wir Wortdoppelungen. Ergibt sich dadurch, dass in den Gambio-Einstellungen, SEO-Boost-Einstellungen, der Shop-Name an den Seitentitel angehängt werden soll. Das heißt, ich darf dann im normalen Seitentitel nicht noch H2O-Pflanze schreiben, weil es ohnehin schon überall mit drangehängt wird. Und da, ich verlinke den entsprechend umfangreichen Blogbeitrag in der Videobeschreibung, halte ich es für erwägenswert, das zu deaktivieren. Kann man machen, wenn man eine Marke aufbauen möchte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Marke aber ohnehin schon pro Teich und H2O-Pflanze.de jetzt nicht unbedingt der Suchbegriff oder das, was unbedingt auf der Google-Suchergebnisseite noch mit angezeigt werden müsste, weil es nimmt auch hier dann sehr viel Platz vom Seitentitel weg, der auch hier ein bisschen verbesserungsbedürftig wäre. Keine Ahnung, warum Seeability hier die Doppelung nicht erkennt. Sumpfpflanzen, die richtigen Sumpfpflanzen für ihren Teich. Ich denke, einmal Sumpfpflanzen reicht. Genau wie bei den Flachwasserpflanzen und den Tiefwasserpflanzen auch. Überhaupt auf ein bisschen prägnantere Seitentitel achten, würde ich sagen. Also man muss sich einfach die Google-Suchergebnisseite vorstellen. Rico hat ja den Tipp gezeigt, wenn ich jetzt mal eingebe, ich bin tippfaul, seit Doppelpunkt und dann den Domainnamen, dann bekomme ich dann einen relativ schönen Überblick über die Seitentitel und Meta-Descriptions meiner Seite. Dann sieht man halt genau das Problem, also dass halt der Seitentitel ja abgeschnitten wird, dass hier überall h2o-pflanze.de hinten dran steht. Hat Vorteile, was die Markenbildung angeht, aber ich, wie gesagt, würde es eher lassen. 166 Seiten weisen Probleme mit der H1-Überschrift auf. Schauen wir doch da mal rein. Da haben wir zum Beispiel die Kategorie Uferpflanzen. Und ja, was heißt zu kurz bei einer Überschrift?
Ich interpretiere es so, es ist ein Indiz dafür, dass der Nutzer nicht wirklich abgeholt wird. Uferpflanzen, okay. Ich weiß, ich bin in einem Online-Shop. Uferpflanzen ist der Kategoriename, ja, aber man könnte mit ein bisschen Fantasie den Nutzer noch mehr abholen. Uferpflanzen für deinen Teich zum Beispiel. Dann ist noch klarer, um was es geht. Dasselbe gilt für die weiteren Kategorien. Schauen wir uns noch einen Artikel an mit dann auch noch zu vielen H1-Überschriften. Gut, das ist halt Gambio, dass der Artikelname als H1-Überschrift angezeigt wird. Dem würde ich jetzt nicht allzu viel Gewichtung beimessen. Letztlich geht es auf der Artikeldetailseite um den Artikel. Deshalb ist es vollkommen korrekt, dass der als H1 hier ausgezeichnet wird. Die Frage ist nur, woher kommt die zweite H1-Überschrift? Genau, die kommt nämlich aus der Artikelbeschreibung. Also das hier müsste dann eigentlich eine H2-Überschrift sein, wobei die auch praktisch identisch ist. Also sollte die H2-Überschrift dann eine Unterüberschrift des Artikelnamens, also des Namens der Seerose hier darstellen, rein von der strukturellen Logik her. Aber auch das ist kein Muss. Letztlich geht es immer um den Benutzer. Und wenn es da sinnvoll ist, den Artikelnamen unten in der Beschreibung nochmal so zu erwähnen, so darzustellen, dann sollte man das auch tun. Dann aber würde ich sagen als H2 und nicht mehr als H1-Überschrift. Derartige Fälle haben wir noch ein paar. Und dann ist schon erwägenswert, das irgendwie mit einem Skript machen zu lassen oder halt zu sagen, okay, dann habe ich eben zwei H1-Überschriften auf der Seite, bevor ich das jetzt alles überarbeite, weil man muss sich nicht vorstellen, von wegen das hier wird korrigiert und dann bringt das tatsächlich irgendwas für Google. Die Auswirkungen würde ich für sehr gering halten. So, was gibt es noch bei SEObility in Technik und Meta? Probleme mit Strong und Bold Tags. Einfach mal reinschauen. Kann ein Hinweis darauf sein, dass Artikelbeschreibungen optisch nicht so ansprechend sind, weil sehr viel in Fettschrift gehalten ist. Schauen wir uns mal diese Kategorie hier an. Blütezeit, Blütenfarbe. Sieht jetzt für mich auf den ersten Blick schon so aus, als würde es Sinn machen, das als Fettschrift darzustellen, damit man gleich weiß, um was es geht. Hier ist die Kategorie. Jetzt bin ich wieder auf das Shopboard-Siegel gekommen. So, wo finden wir den Text? Den finden wir in den Swipern. Blütezeit. Hier wieder Spaghetti-Code. Aber was viel unangenehmer ist, der Text wird überhaupt nicht dargestellt. Er ist im Description Hidden Grid. Hidden Grid heißt, wird in der Kategorie Darstellung als Kachel nicht angezeigt. Wenn ich jetzt hier auf Liste switche, dann wird der Text angezeigt. Also wäre hier die Frage, sollte man da irgendwas dran ändern? Sollte vielleicht als Standardansicht die Liste sein? Beides, denke ich, hat seinen Charme. Die Bilder kommen in der Kacheldarstellung sehr viel besser zur Geltung, aber das sind ja auch relevante Informationen, die ich auf den ersten Blick haben möchte. Also durchaus erwägenswert, gegebenenfalls durch individuelle Programmierung, da einen Zwischenweg zu finden, sodass die Darstellung ähnlich attraktiv wie in der Kachelansicht ist, aber diese relevanten Informationen doch zur Geltung kommen. Was es eigentlich ging, die Fettschrift hier sehe ich überhaupt nicht als Problem an. Natürlich sind da Dubletten, aber es ist halt für jeden Artikel wichtig, dass man hier besser sehen kann, um was geht es jetzt, Blütezeit, Blütenfarbe und so weiter. Fällt sofort ins Auge. Ich denke, genauso sollte es sein. Vielleicht noch ein bisschen mit Icons hantieren, mit Selbsterklärenden, damit es nicht so textlastig ist. Also Punkte wie sehr große HTML-Seiten würde ich dann mal vollkommen ignorieren. Und bei anderen Punkten handelt es sich um Folgefehler, wenn wir hier doppelte Meta-Descriptions haben und dann problematische Meta-Descriptions erstmal die doppelten korrigieren und dann schauen, was bei den problematischen übrig bleibt. Probleme mit eingebundenen Dateien. Könnten fehlende Artikelbilder sein? Nein, das sind ganz normale Gambio-Dateien hier. Das kann man getrost ignorieren. Der nächste Punkt in der SEObility-Analyse, die Struktur. Da haben wir ein bisschen mehr, da haben wir 57% statt 0% und steigen ein mit Canonical-Link-Fehlern. Gambio kümmert sich normalerweise um Canonicals. Es ist nicht perfekt. Wenn sich da mal Fehler eingeschlichen haben, dann sind die schwer wieder rauszubekommen. Aber im Großen und Ganzen läuft das eigentlich richtig. Es sei denn, man hat
die Spracheinstellungen geändert, das Sprachkürzel in der URL drin gehabt und dann wieder entfernt und hat dann zwei Seiten, die nicht gefunden werden können. Hier ist der Canonical prinzipiell richtig. Und hier zeigt er vom DE-Verzeichnis auf die Seite außerhalb des DE-Verzeichnisses, was eigentlich egal sein sollte, denn diese Seite, die es nicht gibt, müsste mit einem 404er-Code antworten. Und an der Stelle würde ich unterstellen, ist der Canonical Link auch kein Problem mehr, zumal der Canonical Link in dieser Seite dann eigentlich richtig wäre, wenn es die andere Seite denn gäbe. Also das einzige Problem, was ich an der Stelle sehe, ist, dass es die Seiten hier überhaupt gibt, beziehungsweise dass es Links dahin gibt. Ich meine aber auch, dass wir das schon hatten bei den technischen Problemen, bei den nicht aufrufbaren Seiten. Identische Linktexte. Es geht prinzipiell wieder darum, dass sich ähnliche Seiten gegenseitig Konkurrenz machen, wenn es darum geht, mit bestimmten Suchbegriffen bei Google nach oben zu kommen. Schauen wir uns exemplarisch hier mal den Froschlöffel an. Also Froschlöffel ist der Linktext für diese beiden Artikelseiten hier. Das sind diese beiden. Und da muss man sich dann entscheiden. Ich würde sagen, dieser Artikel hier sollte als Froschlöffel verlinkt werden und dieser Artikel hier als Rosettenfroschlöffel. Beides als Froschlöffel zu verlinken, ist eher ungünstig, weil es praktisch wie ein Vote ist, wie eine Bewertung, eine Stimme, die Google anweist, für Froschlöffel bitte diese Seite hier in Betracht ziehen, oben anzuzeigen auf der Suchergebnisseite. Und irgendwo ist der Link ja untergebracht. Da ist es für den Nutzer möglicherweise auch sinnvoller, bei Froschlöffel, bei Klick auf einen Link namens Froschlöffel, hier auf der Froschlöffel-Seite zu landen und nicht auf der Rosetten-Froschlöffel-Seite. Da sollte er dann landen, wenn er auf einen Link namens Rosetten-Froschlöffel klickt. Also hier ist meine Empfehlung auf jeden Fall, sich die einzelnen Seiten mal anzuschauen. Den Punkt halte ich tatsächlich für relativ wichtig. Es sind ja auch nicht viele. Hier Infobild über Wasserpflanzen ist sowieso der Alternativtext eines Bildes, das dann auf die unterschiedlichen Seiten linkt. Da könnte man sagen, okay, muss nicht unbedingt sein. Aber hier bei Pfennigkraut sollte doch eindeutig, das ist ein Keyword und das sollte eindeutig nur einem Artikel zugewiesen sein. Ansonsten müsste man halt schauen, dass man den Linknamen dann ändert, den verlinkten Text spezifiziert. 25 Seiten leiten auf eine fehlerhafte Ziel-URL weiter. Das ist nicht günstig. Okay, also ich bin ein bisschen irritiert. Es gab wohl mal auch eine englische Version der Seite, die ich jetzt nicht mehr erkennen kann. Auf jeden Fall gibt es hier noch eine englische Sitemap. Ich ahne, die muss einfach weg und dann sind hier auch alle Probleme gelöst. Interne Weiterleitungen. 251 sind eine Menge. Das ist kein Drama. Der Nutzer landet dann letztlich auf einer Seite, wahrscheinlich der Seite, auf die er auch wollte, aber 251 sind zu viel und es kostet Zeit. Man klickt auf einen Link und dann dauert es vielleicht eine Sekunde oder so länger als nötig, bis man da angelangt ist, wo man hin möchte. Also schauen wir uns das erste an. Hier haben wir einen Link, der auf HTTP ohne S verweist. Und dann auf HTTPS weitergeleitet wird. Schon mal gut, dass man weitergeleitet wird auf die sichere Variante. Aber besser wäre es natürlich, wenn der Link gleich auf die richtige Seite verweisen würde. Also, Link ist in dieser Kategorie hier unter Wasserpflanzen. Elemente nach dem HTTP-Link suchen. Der ist wieder unten in einer der Fragen. Hier, der letzte Link verweist nur auf HTTP, bei denen hier scheint es zu passen. Also einfach im Text den Link korrigieren auf HTTPS, Problem gelöst. So, hier wurde möglicherweise eine Kategorie verschoben. Gambio ist smart genug, dann automatisch weiterzuleiten, sodass der Nutzer nicht viel davon merkt, aber er merkt halt doch was davon und auch Google merkt das. Deshalb hier haben wir in Seerosen einen Link auf diese Seite, Seerosen,
die Kategorie Elemente, Links suchen. Wir sind wieder unten in den Fragen. Langzeitdünger. Hier also Text bearbeiten, einfach statt des alten Links den neuen verwenden und gut ist. Die nächsten Probleme, wie gesagt, lösen sich von selbst durch Entfernen der wohl nicht mehr benötigten englischen Sitemap. Problematischer sind hier schon diese fehlerhaften Weiterleitungen, auch wenn es nur 25 Stück sind. Aber auch relativ einfach zu lösen, indem man die Sitemap aktuell hält. Darum kümmert sich der Gambio Cronjob, wenn der richtig eingerichtet ist. Dazu hatte ich ja auch schon mehrere Videos gemacht. Verlinke ich gerne nochmal in der Artikelbeschreibung. So, soweit zur On-Page-Struktur. Schauen wir uns mal den Inhalt an. Seiten, die aufgrund der Keyword-Optimierung in Konkurrenz zueinander stehen. Also das Thema hatten wir jetzt schon mehrfach. Hier gibt es dann nochmal eine extra Analyse dafür, bei denen bestimmte Begriffe zu Rate gezogen werden, die auf mehreren Seiten vorkommen, in der Überschrift, im Seitentitel und so weiter. Aber es sind an sich ganz ähnliche Geschichten. Ich bin mir sicher, dass wir das hier schon in der Liste der identischen Seitentitel, keine individuellen Seitentitel hatten, auch bei den Meta-Descriptions. Also auch hier ähnliches Prinzip, entweder die beiden Artikel zusammenlegen, einfach nur Pflanzenvlies und dann auswählbar 1 Quadratmeter oder 4,8 Quadratmeter oder eben Unterschiede herausarbeiten, was da dann natürlich nicht ganz einfach ist. Großes Pflanzenvlies, wie auch immer. Hier haben wir gleich ein Duplicate-Content-Problem. Also die sind komplett oder fast komplett identisch. Laut SEObility, aber da täuscht sich SEObility. Der Unterschied ist klar erkennbar. Es ist nur wieder dasselbe Prinzip. 15 Liter, 760 Liter, dieselben Bilder. Die praktisch identische Produktbeschreibung, das gleiche Prinzip. Inhalte auf mehr als einer Seite kann wiederum ein Indiz dafür sein, dass Inhalte kopiert wurden, also könnte Richtung bösem Duplicate Content gehen, kann aber halt auch einfach sein, dass Artikel in mehreren Kategorien sind und dann Kurzbeschreibungen auf mehr als einer Seite angezeigt werden. Also der Punkt ist, mit Zurückhaltung zu genießen, ob da wirklich Handlungsbedarf besteht. Da haben wir es nämlich, wenn wir jetzt hier wieder umschalten auf die Listenansicht, dann sehen wir die in der Kachelansicht versteckten Texte zum Auskleiden von Pflanzkörben, Tippfehler, und wenn der sich dann verdoppelt, ist natürlich doppelt ungünstig, muss er doppelt korrigiert werden. Es gibt in der Programmierung das DRY-Prinzip, also Dora Richard Y, Englisch natürlich, don't repeat yourself, und das gilt so ein bisschen auch für den Inhalt, wenn es denn sinnvoll anzuwenden ist, in einem Online-Shop, auf jeden Fall aber in Content-Seiten, weil man sich halt gegenseitig Konkurrenz macht, weil man dann Tippfehler doppelt korrigieren muss. Und weil es irgendwie auch für YouTube-Videos gilt, mache ich an der Stelle nicht mehr weiter, denn ich habe es schon ein, zwei Mal erwähnt. Ganz kurz nur, es ist jetzt ein verbesserungswürdiger interner Linktext, aber das sind häufig gemachte Fehler, die ich an der Stelle sehe. Ich weiß nicht, ob hier auch. Nein. Da ist ein Bild verlinkt, das kein Alt-Attribut hat, also anderes Thema. Alt-Attribute natürlich für die Barrierefreiheit schon drauf achten. Da war ich nicht eingegangen, das ist unter Technik und Meta, müsste man schauen. Fehlende Alt-Attribute. Da sind im Gambio-Theme standardmäßig schon leere Alt-Attribute vorhanden, die aber tatsächlich nicht wirklich sinnvoll mit Text zu belegen sind. Hier wiederum fehlt tatsächlich eine kurze, prägnante Beschreibung, was auf diesem Bild zu sehen ist. Nein, als Linktext sollte verwendet werden, was dann auf der verlinkten Seite zu finden ist. Also nicht irgendwas wie hier klicken oder so. Auch hier passenderweise bei SEObility selbst dieses Weiterlesen ist nicht wirklich. Es ist jetzt hier okay, weil es nur eine Aufklappfunktion ist, aber würde es auf eine andere Seite leiten, dann sollte hier eben als Text verlinkt sein, was auf der anderen Seite zu lesen ist. Weitere Hinweise zur Optimierung oder so in der Art. So, in einem Onlineshop gibt es immer was zu optimieren. SEObility ist ein nützliches Tool, was dabei unterstützt durch laufende Reportings. Auch die Ladezeit ist natürlich im Auge zu behalten. Und wenn man irgendwo News veröffentlicht,
dann muss man eben auch dafür sorgen, dass die regelmäßig auf den aktuellen Stand gebracht werden. Ich hoffe, bei meinen Ausführungen waren einige nützliche Tipps dabei, auch für andere Shopbetreiber. Ich hoffe auch, ich habe entsprechend darauf hingewiesen, wenn ich mal nur meine Meinung gesagt habe, zum Beispiel wenn es um das Layout geht. Also bitte alles als Anregungen und das Wenigste als Muss verstehen.